So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Und da geht unser Alpha-Weibchen. Tja, schade, aber ich musste das Alpha-Weibchen verbannen, weil anscheinend wirklich hier nur zwei Wölfe, es nur zwei Wölfe geben darf. Was auch immer. Okay. Ich will mal kurz schauen. Schnee. Es ist so geil. Ich find's richtig cool. Also das Spiel, das checkt, dass jetzt im Winter ist und dass es Schnee liegt. Und die wollen ja nicht hundertprozentig Schnee. Aber ich find's hammergeil. Also ich... Ganz ehrlich, seid ihr welche, die Schnee mögen? Oder ist Schnee oder also allgemein Winter nicht so euer Ding? Könnt ihr gerne schreiben, mal hinschreiben, das interessiert mich sehr. Weil ich bin total der... Also ich mag Winter total gerne. Naja, gut. Also... So, ich habe mir überlegt, so ja, ist ein großes Gebiet für Bären, aber, oh, der wird bald ein Baby bekommen. Oh, süß. Schön, gut, das freut mich mega. Es ist zwar ein Riesengebiet, für, Bären, aber ganz ehrlich, Bären in der freien Wildbahn, die staffen ja auch die ganze Zeit rum. Also lieber zu viel als zu wenig. Gut. Und deswegen kaufe ich mir jetzt mal zwei Bären. Die werden sich auch nicht wehren, weil die können ja nichts dafür. Gut. Entschuldigung. Oder sollte ich erst das ganze Gebiet fertig machen? Lebenserwartung ist ja katastrophal bei denen. Die brauchen also ein Weibchen und ein Männchen. Verzeichnis abgelaufen. Jetzt schon. Wo? Oh Gott. Oh Mann. Oh Gott, ist das süß. Und jetzt kommt der Staubsauger um. Oh Mann, ist das süß. Na, Ketra. Oh Gott, ist das niedlich. Oh, schön. Schön. Oh, der Inspektor. Wo? Hallo? Ja, also... Ja, also das Licht ist hier ein bisschen zu heftig. Also man sieht ja gar nichts vom Zoo. Also... Ja, also ich muss schon sagen, das gefällt mir nicht gut. Also auch... Auch, dass hier so Wasser ist. Also... Ja, also jetzt bin ich nass und also ganz ehrlich, das ist scheiße. Also, ganz ehrlich, und was ist mit den Kunden los? Also, und hier ist alles voller Müll. Hier ist halt alles voller Müll. Wieso ist alles voller Müll? Schau mal, wie viele Müllkörbe muss ich denn noch machen? Alter. Gut. Mitarbeiter verfügt über keinen Sicherheitsdienst für Verbrechen. Na schön, dann werde ich auch das beheben. Sicherheitsdienst, Mitarbeiter, Tierarzt. Sicherheitsbeamter, bitte hierhin. Bäm. Sehr schön. Ich war gerade bei den Bären. Dann wurde ich so wunderschön unterbrochen von ein Nachwuchs und so wunderschön hässlich unterbrochen von etwas anderem. So,
vor 8 Minuten. Der Fruchtbarkeit ist halt bei 0%. Was soll denn das? Fruchtbarkeit 50%, Lebenserwartung. Ja, ja. Aufnehmen, an Zoo senden. Erstmal in Quarantäne. So. Weil, das war jetzt ein Weibchen und jetzt kommt das Männchen dazu. Größe. Lebenserwartung ist auch nicht so gut, aber alle anderen sind gut. Ja, wobei, das ist besser. Gut. An Zoo senden. Und hier, Gehege 3. Und das war's. Gut, Gehege 3 wird jetzt auch umbenannt in Bärenbrüder. Auch wenn es dann Frau und Mann sind, aber da, das ist ja super. Nordamerikanisch, das könnte, glaube ich, passen. Eigenschaften, nee. Kontingent ist Tiger Tundra. Warte, ich mache erstmal die Einrichtung. Ich mache das ja jetzt mal verkehrt rum. Bison weg. Und der Grizzly kommt. So, Grizzly. Oh, Grizzly wollen hier klettern, oder was? Warte mal. Warte, ich mach mal kurz Pause. Oh geil, jetzt ist sogar der Schnee in Zeitlupe. Ach, ist das schön. So, was ist hier? Viel Müll vorhanden. Ja, ist immer noch viel Müll vorhanden. Aber ich hab doch überall schon. Was wollte ich jetzt nachschauen? Ah, ja, genau. Der Grizzly. Grizzly Bär. Zootopia. Zoopedia. Genau, das ist. Genau, Tiger, Tundra, gemäßigt. Aber nichts zum Klettern. Ui, Entschuldigung. Die wollen aber, die leben doch im Wald. Also wollen die sehr viele Pflanzen. Okay, also. Dann mache ich mal Gehege. Nee, ich mache zuerst Natur. Also, nordamerikanisch Tundra. Was ist los? Tiger. Hier sind die, Bäumenskis. Aber ich versuche die Hütte irgendwie da zu machen. Oder ich mache auch ein. Ich mache für die. Mache ich auch eine Felshütte. Felsen. Tiger. Die haben keine Felsen. Felsen. Na gut. Die schlafen doch. Im Winterschlaf ist doch bei denen immer in der Höhle. Verdammt. So. Tiger. Ich will Felsen haben. Tundra. Wieso? Nordamerikanisch haben keine Felsen. Wieso nicht? Natürlich haben die Felsen. Tundra-Felsen. Die haben doch. Natürlich haben die Felsen. Deine Mutter hat keine Felsen. Und das ist auch gut so. Entschuldigung. Wieso sollen die keine Felsen haben? Die haben doch immer so eine coole Höhle. Oder sind es nicht die Grizzlies, sondern.
Doch, das sind doch allgemein Bären. Die können mir doch nichts erzählen. Ich weiß das besser als die Leute, die sich da monatelang damit auseinandergesetzt haben. Ich bin echt verwirrt. Also, wirklich verwirrt. Ich dachte eigentlich, dass die immer... Bin ich jetzt blöd? Egal. Ich mache jetzt mal die Höhle. Ich mache jetzt mal die Höhle. Truppenfelsen brauchen wir nicht. Tigerfelsen. Wir brauchen Tundra. Genau. So. Gut, dann machen wir mal die Höhle jetzt zusammen. Dann seht ihr mal, wie ich als Profi diese Höhle jetzt von den Wölfen gemacht habe. Wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie So. Ich habe keine Ahnung, wie normale Leute das machen oder bessere Leute. Aber ja. Warte. Welche Felsen habe ich genommen? Die da. Diese fetten da. So, die habe ich dann XX. Falsch rum. So. So, hier das mal schon mal so gemacht und dann noch ein bisschen höher. Sehr schön. So, dasselbe dann mit dem erstmal aufstellen. Ja. So, dann höher, dann so drehen. Genau, ja, das passt. So, und dann machen wir nämlich so ein Tigerfelsen, aber einen größeren. Genau. So, den legen wir jetzt da drauf. Nein. Nein. Ja, komm on. X nochmal ein bisschen zurück. So. Und jetzt nämlich schließen wir hier das Ganze mit weiteren Tundra-Felsen, am besten mit bisschen verschiedenen Sorten, damit es nicht arg langweilig wird. Ich sagte gerade verschiedenen Sorten, ne? Ja. Gut. So, gehen wir mal hier rein, dann... Nee, noch nicht. So, dann machen wir einmal den da. Dann machen wir einmal den da, aber hier oben. So. Ja, komm, da wird es doch gleich warm und kuschelig da drin. So. Den holen wir auch noch. Vielleicht hier drüben hin. Ich kann gerade nichts sehen wegen der tollen Douglasie. So. Tigerfelsen, der ist zu groß. Den haben wir gerade da. Den hatten wir auch. Den hatten wir gerade auch. Der ist zu groß. Der ist doch gut. Bisschen drehen, bisschen Abwechslung.
So, und jetzt zur Seite. Hier bitte auch. So, und jetzt brauchen wir flache Dinger. Und hier machen wir dann. Nee, warte. Nee. Ja, wobei der darf einmal hier hinkommen. Ja, komm, einmal dahin. Und dann Deckel zu. So, aber vielleicht ein bisschen drehen noch. Gut, dann haben wir nämlich hier, warte, die Blumen kommen raus. So, alles nach außen hier. Hier kommt nicht so ein schwuler Bär rein, der so auf Dekoblumen steht. Das sollte jetzt halt, ja, das muss man ja immer dazu sagen, das war jetzt nicht offensive gemeint und so weiter. Aber egal. Gut, dann hauen wir mal hier, warte, der da ist ein bisschen zu weit unten. Genau so. Ja, doch. Sehr schön. Und so entsteht. Es ist halt auch wieder so ultra groß, ne? So, zwei Schlafplätze für zwei Bären. So. Wunderbar. Kletterbaum. Aber die wollen doch nicht klettern. Die wollen doch nicht klettern. So. Hier. Das wird jetzt aus Glas gemacht. Glas bitte. Dankeschön. So, dann mache ich mal zwei Sachen. Also einmal ein großes Fressbrett. Einmal hier und einmal da. Und dann Wasserspender. Einmal da. Ja, einmal hier. Und einmal super. Die Rampe. Ah, die wollen doch nicht. Die wollen doch nicht klettern. Dachte ich. Gut, also. Genau. Hier muss dann noch. Eieiei. Das ist. Eieiei. Gut, also, Mitarbeiter. Mitarbeiter kommt ein Forschungszentrum, Tierpraxis, Tierpflegerhütte. Genau. Das ist schon mal Nummer 1. So. So, das ist perfekt. Und oh, ich habe kein Geld mehr. Das kommt davon,
kommt davon, wenn man eine Pause macht und nicht weiter macht. Nein. Ach Gott. Was machen die denn? What are they doing? Zu lange außer. Ja, der war wahrscheinlich gerade auf dem Weg zum hier. Und dann hat der. Ja. Ah, ja. Das ist natürlich jetzt. Hä? Oh Gott. Sasa. Ja, dann mach den halt weg. So, dann mach den halt weg und mach hier einen hin. So, die hat das überstanden. Dann wird sie jetzt auch, also, der wird verlegt. Gegen 4. Die wird verlegt. In Gehege 4, was eigentlich Gehege 3 ist und Bärenbrüder heißt. Bärenbrüder. Und es ist halt schon wieder 20 Minuten. Eieiei. So. Gut, jetzt halt bekommen wir wieder ein bisschen Kohle rein. Zu wenig Geld, ja, ich weiß. Tier, das weiß ich auch. Bisons fand sie nicht so toll. Wölfe fand sie toll. Wieso fand sie Bisons nicht so toll? Naja, ist mir doch jetzt wurscht. Gut. Wahrscheinlich, weil die Bisons zu viel Platz haben. Oh, hey. Sieht aus, als hätten wir schon einen Zoo. Oh, das ging aber schnell. Du machst mich wirklich stolz. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mir immer ausgemalt, dass ich einmal mein Kind beauftrage, einen Zoo zu bauen. Aber das sollte wohl nicht sein. Es sei denn, wärst du eventuell bereit, dich adoptieren zu lassen? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Jetzt, da du deine Bronzeziele erreicht hast, wie Nancy immer sagte, kannst du, wenn du das möchtest, dich dem nächsten Zoo zuwenden. Mir wäre es natürlich lieber, wenn du noch bleibst und dich auch um die restlichen Ziele kümmerst, aber ich kann dich verstehen, wenn du weiter und vor allem weiter nach oben willst. Wie in einem Aufzug. Es sei denn, der Aufzug fährt gerade nach unten. Was ist nur los mit dem? Okay, Erde wollen die auch ein bisschen. So viel langes Gras habe ich doch nicht mehr, oder? Wo habe ich denn noch langes Gras? Ich habe doch... Ich hab gar kein langes Gras mehr, Jungs. Wo denn? Egal, also. Einrichtung. Jetzt kommen hier wieder Bänke hin. Und bitte spenden. Ah, hier sind die. Aha, gut. Ja, cool. Dann... Bitte so. Chris Lieber.
So. Was? Der geht halt wieder zurück. So, hier draußen ist es auch nicht so cool. Ja, dann gehe ich halt wieder rein. Oh Gott, der ist auch rausgegangen. Oh nein, aber. Ja, aber der sprintet jetzt rum. Okay, warte. Dann muss das alles höher gemacht werden. Wie der einfach rausklettern und wieder reinklettern. Warte, ich mach mal kurz Pause. Super. Super gut. Also das zweite ist halt leider rausgeklettert. Also komplett rausgeklettert. Nicht wieder rein. Ah, der zweite einfach so. Ah. Ja, nee, hier draußen ist mir zu stressig. Ich gehe wieder rein. Alles gut. So. Ah, der will schon wieder hier raus, ne? Ba, 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 ba. Warte, da mache ich mal 4 Meter. Und bei denen mache ich mal Klettersicherung nach rechts. Genau. Das für alte Hölzer. Das habe ich ja gerade blöd gemacht, aber egal. Aber dann kann ich ja wirklich Holz so Kletterpassagen machen. Vielleicht geht es denen dadurch dann besser. So, links. Sind die jetzt innen? Nein. Da mache ich halt beides. Oder ist das dann teurer? Ja, natürlich. Rechts. Da kann ich es gerade nicht erkennen. Da ist es hier. Hier stimmt es auch. Hier stimmt es auch. Hier stimmt es, glaube ich, auch. Hier auch. Hier auch. Okay, gut. Sehr gut. So, wo ist der Bär? Da ist der Bär. Naja, der wollte einfach hier auf dem Hügel drauf. Kann ich ja auch verstehen. Ja, weiter geht's. Oh, der ist echt süß. Ich habe aber gerade kein Geld, um den einfangen zu lassen. Ah, hier ist der. Oh. Okay. Aber ich habe es geschafft. So, gut. Stromquelle versagt. Ja, dann Techniker rufen. Zu wenig Geld. Viele denken, dass der Preis zu niedrig ist.
Drei, ja, komm. 10 und 5. So, mal schauen, wie die das dann finden. Gut, hier ist nix. Da ist wieder. Dann bitte. Genau, Grizzlybär. Dasselbe mache ich. Ja, nicht genug Geld. Wieso habe ich gerade Minus? Das gefällt mir nicht. So. Auf dem Brunnen liegt überall Müll. Ja, hier vorne halt, ne? Alter, und wie? Warte. Einrichtung. 10 Euro. Achso, ich hab Minus. Hab ich ja dann, zu viel. Und glaubt ihr, dass Toilettenblock 1 kostenlos ist? Ab nach Hause tolle Getränke. Hier gibt's es nicht viel zu tun. Ich wäre ja länger geblieben, aber es gibt hier einfach nichts zu tun. Ja, ne? Forschung abgeschlossen. Wölfe, super. Super. Ich habe ein Baby bekommen. Wieso sagt mir das niemand? Oh Gott. Oh, ich hab ein Baby bekommen. Oh. Okay. Und damit... was? Oh. Die Klimaanlage schwebt. Gut, damit danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.